Willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins Awakening. Im letzten Part haben wir eine vielleicht schlechte Entscheidung gefällt. Weil sie realistisch war. Mit Hao meine ich, dass wir den getötet haben. Weil ich meine, wie gesagt, es kann sein, dass es gameplay-technisch dämlich war. Aber wir haben schon mal einen mitgenommen. Wird erledigt. Sieht lauter Geschenke für den. Ja. Wir haben schon mal einen mitgenommen, der uns umbringen wollte. Und der hat danach sogar gesagt, er schwört, er lässt es bleiben, wenn wir ihn mitnehmen. Sehr schön. Jetzt der Typ hat sogar gesagt, selbst wenn wir ihn laufen lassen, würde er uns immer wieder suchen, bis er schließlich getötet hat. Ich meine, Und ich konnte den Typen außerdem nicht leiden. Oh, Dimmerbauer sei Dank. Lasst uns bitte hier raus. Draußen ist es noch gefährlicher. Wirklich? Dann sollten wir vielleicht einfach hier bleiben. Verrottende Körper riechen nicht halb so schlimm wie der Fraß, den sie uns hier vorsetzen. Nix für ungut, das sind nicht ohne Grund Gefangene. Ich lasse nicht willkürlich Gefangene laufen. Hätte sie nicht zumindest so viel Anstand haben können, noch ein bisschen länger zu warten, bevor sie zum Ghoul wird? Komische Klinge hat die. Adria, der Ghoul. Schade. Bedauerlich. Hey, nicht auf mich, Freunde. Achso, ich habe keinen Taunter. Ja. Könnte ich sogar das Magier verfehlen? Könnte es aber, glaube ich, neu, oder? Anders hinstellen, danke. So, er ist auch weg. Ich brauche dringend einen Taunter. Ich hatte einen, aber der hat es ja verkacken müssen. Viridium-Erz. Sehr schön. Level up. Also 2 in Stärke. Nö, 1 in Stärke. Achso, ich habe minus 1 Stärke durch diesen dämlichen Ring. Und nochmal 1 in Willenskraft. So, was haben wir hier als nächstes? Pfeil der Zeit. Solange dieser Modus aktiv ist, ist der Bogenschütze in der Lage, sich so stark zu konzentrieren, dass er den Ablauf der Zeit verlangsamt. Er senkt dadurch die Bewegungsgeschwindigkeit sämtlicher Gegner mit einem niedrigeren Rang als Elite, die sich ihm nähern. Diese extreme Konzentration kostet den Charakter beständig Ausdauer. Zerfetzender Schuss. Klingt cool. Der Bogenschütze schießt mit einem speziellen Geschoss mit lockerem Schaft ab, das beim anvisierten Ziel automatisch einen dreifachen kritischen Treffer verursacht. Anschließend zerspringt das Geschoss und verursacht allen Wesen in der Nähe des... Ja, danke, das ist doch mal was. Pfeilregen. Der Bogenschütze richtet seine Waffe in den Himmel und feuert mehrere Geschosse ab, die dann im Zielgebiet niederregnen. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Trotzdem, das hat was. Okay, hier skill ich weiter. Das ist geil. Ich tue das hier mal ein bisschen weiter nach hinten. So, Ogren hat noch kein Level up. Und Anders auch nicht. Oder hat der? Hat er, okay. In dem Fall. Bitte mal. So. Braucht er dafür. Bisschen mehr HP könnte nicht schaden. Wobei. Nee, doch. Level 22, ich meine, hallo. Level. Na, egal. So, was haben wir hier? Schild des Nichts. Achso, das war die Passive von dem da, genau. Wir wollten noch hier skillen, oder? Wollten wir? Weiß nicht, hab's vergessen. Ich hab noch 5 Punkte übrig. Was hab ich denn da, auf was hab ich denn da warten wollen? War das das? Einklang wäre halt gut. Oder halt mal in die Richtung. Wo waren? Hier, das könnte ich machen.
Das kann ich wirklich machen. Halt mal hier so ein bisschen. Stechender Schwarm wäre cool. Wo war denn eigentlich da? Ja doch, das war das. Mach mal's. Fuck it. Das wäre geil. Wobei, nee, Verbündete betroffen. Das ist nett. Das ist auch, ach, das ist auch neu. Mana-Säuberung. Okay. Zaubermacht. In diesem Modus schüttet Mengen an magischen Energie aus, wodurch den Zauber mächtiger werden, wie Gegenzugabwahr auch schnell Mana verbrauchen. Mana-Stoß. Der Zauberte... Das lassen wir mal bleiben. Das hier wäre gut. Jetzt geh ich mal da ein bisschen. Und reinigen der Aura wäre eigentlich auch gut. Einfach mal, um es zu haben. So, du brauchst noch ein bisschen. Soll ich dir überhaupt noch geben? Ah ja, hier. L22 wollte ich abwarten. Hier habe ich auch noch 2 Punkte gehabt. Was wollte ich denn hier machen? Jetzt habe ich darauf gewartet. Moment. Taktikfeld. Da. Hier, Rang des Ziels ist Elite oder niedriger. Dann Fähigkeit einsetzen. Ach, darauf habe ich warten wollen, genau. Wie hieß es? Da, Schicksal der Schwachen. Aber ey, bis Level 22 habe ich nochmal 2 Punkte. Ich meine, hallo? Trotzdem. Machen wir kurz nochmal so. Und setz hier 2 Punkte. Kann ich nicht. 12 Klugheit. Wow. Aber den einen Punkt mal immerhin. Kann dadurch den hier machen. Selbst von mindestens 3 Gegnern umgeben. Aktion, Fähigkeit einsetzen. Wütender Sturm. Das ist ein Modus? Kurz testen. Ja, kein Gegner da, ne? Okay. Aber gut, testen wir das mal. Könnte lustig werden. Was hatten die dabei, die Alte? Ring der Meisterschaft. Oh, cool. Anders? Anders? Ich rufe mir nicht aus. Halt, Quatsch. Hier. Mhm. So. Ritter hat einen Goldring. Gold-O-Ring, sorry. Ist das ein Geschenk für Anders? Der hat eben schon einen Gold-O-Ring. Find was raus. Nee, hier. Das ist... Oh, für mich? Oh. Ja, ist für ihn. Unglaublich, wie viele der dunklen Brut ihr erledigt habt. Ich... Nun ja, man hört ja unzählige Geschichten über euch und die Wächter. Aber es hautnah mitzuerleben. Ja, ich hab's drauf. Das ist eben unsere Aufgabe. Nun, ich bin jedenfalls beeindruckt. Wie auch immer, es sieht aus, als hätten die Explosionen diesen Abschnitt zum Einsturz gebracht. Ich habe Meister Voldrick hergebeten. Das versteht ihr Menschen also unter einem Mauerwerk? Eine Schande ist es, nichts anderes. Das hält doch nicht länger als ein paar Jahrhunderte. Lag doch. Ich könnte wetten, dass diese Tunnel weit genug gehen, um die tiefen Wege zu erreichen. Ach.
Also ist sie von unten gekommen. Das muss wirklich eine ziemliche Überraschung für die Orlesianer gewesen sein. Und es erklärt, warum diese erfahrenen Männer keine Chance gegen die dunkle Brut hatten. Das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Wenn wir diese Tunnel nicht versperren, kann uns die dunkle Brut jederzeit wieder von unten angreifen. Bei Andrastes Blut, es gibt in der gesamten Festung Zugänge zu den Kellern. Wir können sie nicht alle sichern. Dann müssen wir diesen Tunneln folgen und darauf hoffen, dass wir eine zentrale Stelle finden, die wir versperren können. Nur keine Angst, Mädchen. Mit der Muskelkraft des Wächters und meinen Kenntnissen in der Steinbearbeitung werden wir eine Möglichkeit finden. Ich habe eher Kampfkraft als Muskelkraft, wenn ich das mal anmerken dürfte. Aber das mal nur so am Rande erwähnt. Gebt mir einfach Bescheid, sobald der Durchgang freigeräumt ist. Es wird einige Zeit dauern, aber ich informiere euch, sobald es erledigt ist. Genau das sage ich doch gerade. Lasst uns zur Festung zurückkehren. Selbstverständlich. Immerhin eine Abkürzung, dass wir nicht den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Oh, da gibt's was Neues. Wer ist denn das? Achso, das ist die. Ihr seid also durch und durch. Truchsess Varel ist jetzt im Thronsaal soweit, Kommandantin. Eure Vasallen erwarten euch. Irgendwelche Nachrichten? Ja, natürlich. Sofort. Also die ist mein Briefkasten. So wie damals die Anschlagtafel des Kantors im letzten... Also im Hauptspiel, sag ich mal, nicht im letzten Teil. Ist ja der gleiche Teil noch. Schade, dass ich gerade den Dialog zwischen Ogryn und Enders gecancelt habe. Die haben immer lustige Dialoge. Egal. Treue Schwüre. Aber erstmal, ich habe hier ein paar Erze gefunden. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ich habe ein Erzvorkommen entdeckt. Das wird uns enorm weiterhelfen. Veridium. Damit könnte man Rüstungen und Waffen herstellen. Wenn ihr möchtet, könnten wir eure Männer ausrüsten, Kommandantin. Es würde euch zwar nichts kosten, allerdings müssten die Minenarbeiter von einigen Soldaten beschützt werden. Ihr bekommt eure Wachen. Meine Männer brauchen bessere Ausrüstung. Ich soll also Rüstungen für das ganze Gesindel Amaranthians anfertigen? Es ist untragbar, wie du mich erniedrigst, Herrin. Befehl der Kommandantin. Na schön, ich mache mich wieder an die Arbeit. Aber irgendwann will ich auch mal wieder etwas Anspruchsvolles machen. Sei es drum. Geh mal rein. Oder? Sagt die Map noch irgendwas? Nö. Mal gucken, wenn wir zur Overworld kommen. Dauert aber wohl noch. Kommandantin, die Lords von Amaranthin sind hier, um euch und den Grauen Wächtern Lehnstreue zu schwören. Sie waren Vasallen von Arl Randenhau. Nun werden sie die euren sein. Wie könnt ihr jemanden vertrauen, der dieser Ratte gedient hat? Das muss ich über sie wissen. Einige dieser Lords hatten nicht viel für Randon übrig. Andere jedoch wurden durch seinen Untergang jeglicher Perspektiven beraubt. Obacht, Kommandantin. Dachte ich mir. Lords und Ladies, die Kommandantin der Wächter Fereldens und Alessa von Amaranthin. Kommandantin. Wir mögen zahllose Differenzen haben, doch wir haben ein gemeinsames Ziel. Ben Esmerell von Amaranthin, wie es seit jeher Sitte ist, habt ihr die Ehre, den Anfang zu machen. Ich, Ben Esmerell, schwöre, dass ich der Alessa mit Leib und Leben sowie weltlicher Ehre treu ergeben sein werde. Niemals werde ich gegen sie oder ihre Erben eine Waffe erheben, geschworen im Angesicht des Erbauers. Jetzt mit den Erben wart man noch mal ein bisschen. Ich, Lord Edelbrack, schwöre. Und somit ist die Zeremonie beendet. Lang lebe die Kommandantin der Wächter. Schade, dass es nicht für jeden Charakter einheitliche Nachnamen gibt. Dann hätten sie wenigstens die sagen können. Du sagst noch was? Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Und jetzt mit allen rede. Ach du Scheiße. Lord Edelbrack. Es ist mir eine Ehre, Kommandantin.
Ihr kommt in düsteren Zeiten zu uns. Bitte verschont uns mit euren kostbaren Höfen, Edelbrick. Einige Bürger unseres Arltums kommen nicht in den Genuss stabiler Stadtmauern. Die Lage in den Ebenen ist ernst. Ist die Lage nicht überall gleich? Wo ist das Problem? Während wir hier fürstlich speisen, verhungern auf unseren Ländereien die Bauern oder erdulden noch Schlimmeres. Die Verteidigung der Stadt ist wichtiger, Edelbrick. Im Moment mögen die Kornspeicher noch gefüllt sein, aber woher bekommt ihr eure Mahlzeiten, wenn die Bauern tot sind? Ich bezweifle, dass euer Anliegen so selbstlos ist. Edelbrick ist nicht in der Lage, seine eigenen Ländereien zu beschützen. Also kommt er zur Kommandantin gerannt. Ich gebe zu, dass meine Ländereien verwüstet und meine Einnahmen verringert sind, aber es ist mein Getreide, das die Bäuche Amaranthines füllt. Ich werde drüber nachdenken. Habt Dank, meine Lehnsherrin. Mir ist klar, dass ich werde drüber nachdenken im Normalfall heißt, lass mich in Ruhe, du Affe. Egal. Was aber noch? Bücher? Habe ich die vorhin nicht gelootet? Ach, stimmt. Nee, habe ich nicht. Lol. Traumverse. Und eine Runenvorlage. Oh, nehme ich doch. Botschafterin Cera. Der Turm der Magi hat mich als Botschafterin entsandt, Kommandantin. Neben meiner diplomatischen Funktion bin ich außerdem eine fähige Verzauberin und Runenschmiedin. Benötigt ihr vielleicht etwas? Was hast denn so? Natürlich. Leere Runenstein. Achso, klar, für Runenverzauberin ist klar, ne? Novizenrunen, Speicherrune, Willenskraft, cool. Handbuch Kampfmagier. Oh! Also, wir sind wieder auf 8 Zaffs hoch. Wir brauchen immer noch 80. 72 fehlen noch. Rune des Entrinnens. Was machten die? Hat sie nicht da. Okay. Was haben wir noch? Achso, verzaubern. Kann ich euch behilflich sein? Selbstverständlich. Schade, dass wir das Händel nicht mehr haben. Die Umarmung des Bären. Achso, die Rüstung, die ich gerade trage, die hat ganz gut Sockelplätze. Oder Orgrins. Ich habe keine Runen. Was? Natürlich habe ich Runen. Achso, dass ich rate, das sind Waffenrunen und keine Rüstungsrunen oder irgend so Käse. Kann ich euch behilflich sein? Selbstverständlich. Ja, sind alles Waffenruhen. Wie unnötig. Sir Tamra. Kommandantin, wir alle haben schon viel von euch gehört. So viel Gutes, so viele unglaubliche Dinge. Allerdings haben viele eurer Taten den Aufstieg zahlreicher Personen hier verhindert. Das Schicksal vieler war eng mit dem alten Aal verwoben. Einige der Adligen hier streben danach, eure Herrschaft über sie zu beenden. Das weiß ich selbst. Aber ihr wisst vermutlich nicht, wie entschlossen sie sind. Ich hatte die Gelegenheit, einige ihrer Schreiben abzufangen. Sie sind allerdings verschlüsselt. Eine einzelne Nachricht ist unverständlich. Gemeinsam ergeben sie jedoch ein Muster. Sie wollen eurer Herrschaft ein Ende setzen, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Es ist ein tödliches Bündnis. Zeig mal. Wenn ihr mir nur ein paar Tage gebt, kann ich euch die Nachrichten vorlegen. Ich hätte sie ja schon heute mitgebracht, aber ich war unsicher, ob es klug ist, euch zu warnen. Ich habe viel zu verlieren und nur äußerst wenig zu gewinnen. Lebt wohl. Wir sehen uns bald wieder. Aha. Drohende Verschwörung. Ich habe einen ganz guten Bogen. Spaß. Ich bin hier, um zu dienen, Kommandantin. Hier. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Es wäre allerdings klug, wenn ihr euch auf euren Reisen nach weiteren Handelsmöglichkeiten umsehen könntet. Das ist klar. Es würde der Wacht enorm helfen, wenn es euch gelänge, neue Händler davon zu überzeugen, hier ihren Geschäften nachzugehen. Wie ihr meint, Kommandantin. Warum hat die ein Ausrufezeichen gehabt? Ach so, deswegen. Na gut, Party war... Nee, halt anders. Was sagt denn der dazu?
Wollen wir weiter? Nix, okay. Ogryn? Am Weinfass, natürlich, wo sonst? Ah! Wer ist da? Hab ich euch erschreckt? Ich habe nur den Boden beobachtet und Ausschau gehalten. Nach den Schlitz. Einer der Jungs hat mir von den Schlitz erzählt. Er sagte, sie seien in Ferelden wirklich weit verbreitet. Sie liegen auf dem Boden und sehen aus wie ganz gewöhnliche Hosen. Bis man sich abwendet. Und dann schlagen sie zu. Solche Wesen gibt's nicht, Ogryn. Es gibt sie nicht? Oh, klar, das wusste ich doch. Ich dachte einfach, ihr findet die Geschichte vielleicht lustig, das ist alles. Ja, klar. Diese Jacob kann was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Er meint, den ich jetzt mit K geschrieben hätte. Waffenständer, hab ich schon angeguckt? Hab ich. Okay, Partys Ende. Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Edelbrack sagt, wir würden nichts zum Schutz der Höfe tun. Edelbrack sagt die Wahrheit, Sir. Aber die Dinge sind kompliziert. Sowohl er als auch Ben Esmerell fordern die Entsendung von Soldaten. Aber wir haben nicht genug Männer. Ihr müsst entscheiden, was ihr beschützen möchtet. Die Stadt, das Land, den Handel. Überlasse ich Hauptmann Garve? Amaranthin hat seine Mauern und Soldaten werden bei den Höfen gebraucht. Wir sollten versuchen, alle zu beschützen, das geht nicht. Wie ihr wünscht. Oh, geht wohl. Lasst es mich wissen, wenn ich die Adler rauswerfen soll. Könnt ihr die verschwören? Die Blutgerichtsbarkeit liegt bei euch. Und Verrat ist ein Kapitalverbrechen. Nein, im Moment sind es nur Spekulationen. Vielleicht ist die Sache auch gar nichts dran. Hier. Sir Tamra ist raffiniert. Und sie kennt sich mit derartigen Dingen aus. Es ist besser, ein wenig übervorsichtig zu sein, als plötzlich mit einem Dolch im Rücken aufzuwachen. Bevor wir etwas unternehmen können, brauchen wir handfeste Beweise. Und es wird nicht leicht sein, sie zu beschaffen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Von einigen würde ich allerdings dringend abraten. Sie könnten die Adeligen ernsthaft verärgern. Ich höre. Wir könnten den Adel von unseren Soldaten ausspionieren lassen. Vielleicht erfahren wir dadurch etwas. Es gibt außerdem Gerüchte über jemanden, den man den Dunkelwolf nennt. Er beschafft Informationen für Gold. Nach allem, was man hört, scheint er ein äußerst gefährlicher Zeitgenosse zu sein. Wo kann ich den Dunkelwolf finden? Ich weiß es nicht genau. Er soll sich irgendwo im fremden Viertel von Amaranthin aufhalten. Wie stehen die Chancen, dass die Soldaten Erfolg haben? Nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Sie sind gute Männer, aber lausige Spione. Was würdet ihr mir... Welche Möglichkeit würdet ihr mir nicht empfehlen? Ihr könntet jeweils ein Mitglied sämtlicher Adelsfamilien zu einem verlängerten Aufenthalt als euren Gast einladen. Und falls irgendein unerwünschtes Ereignis eintreten sollte... Nun ja, ihr wisst, was ich meine. Es wäre eine schreckliche Tat, die eher Orlais ähnlich sähe. Ah. Gut, nehmen wir die Geiseln. Richtet Sinn, falls irgendjemand sich gegen mich vorgeht. Warum nicht? Ne? Wir sind jetzt im Hohen Haus, das sind wir nicht gewohnt, ne? Versuchen wir erstmal den Dunkelwolf, das klingt interessant. Dann müsst ihr in die Stadt reisen und Jagd auf einen Geist machen. Geht das mit den Geiseln immer noch? Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Ach ja. Im Prinzip können euch nur zwei von ihnen im Krieg wirklich helfen. Lord Edelbrack, der Herrscher über die Farrowell-Ebenen, besitzt mehr Ackerland als jeder andere. Er ist ebenso mächtig wie beliebt. Wir haben schon getroffen. Ben Esmerell herrscht über die Stadt. Sie ist bei weitem die wohlhabendste in diesem Saal. Und auch wenn sie nicht besonders beliebt ist, so verfügt sie doch über beträchtliche Macht. Ja, gut. Schmeißen wir sie raus.
Wie ihr meint, Kommandantin. Räumt den Saal. Die Kommandantin hat dringende Angelegenheiten zu erledigen. Das kann man ja auch freundlicher sagen, Kumpel. Wie auch immer. Dann suchen wir mal den Dunkelwolf. Auch wenn ich nicht unbedingt das Geld... Ich brauche immer noch die 80. Sag's, vergiss das nicht. Nehmen wir es mal mit. Persönliches Lager. Da kann ich auch Sachen ablegen, oder? Ach ja, die kann ich jetzt aufsetzen. Jo, kann ich. Cool. So. 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 Lol. Ist mal ein bisschen was. Oho. Ja. Hab noch nicht arg viel Auswahl. Gut, ich hätte einen vierten Mann haben können, das ist mir klar. Aber das habe ich jetzt oft genug erörtert, glaube ich. Ihr haltet euch doch nicht wirklich für witzig, oder? Ich hätte schwören können, dass ich schon wieder das Summen irgendeiner Fliege gehört habe. Hahaha, ich kann euch mein Leben in einem Wort schildern. Oh nein, bitte bringt mich nicht zurück in den Turm. Ich bin doch viel zu zart dafür. Ich bin viel mehr als nur ein Zwerg. Ich bin auch ein Schwachkopf. Hört nur, wie ich putzen kann. Oh, bitte, großer böser Templer. Was habt ihr denn mit eurem Schwert vor? Spielt lieber nicht mit dem Feuer, wenn ihr Angst habt, euch zu verbrennen, Söhnchen. Ich liebe die zwei. So, Ländereien, der Tum, verlassene Bucht, Stadt Amaranthin. Achso, wir sind hier bloß bei Wiegels Wacht, da war ja was richtig. Hafenstadt Amaranthin. Cool. Und noch mehr Quests annehmen. Ah, die Kommandantin der Wächter. Die Gerüchte über euch sind wahrlich nicht übertrieben. Ich habe ein geschäftliches Angebot für euch. Sucht bei dem Haus in der Nähe der Tore nach mir. Ich verspreche, es wird sich für euch lohnen. Okay. Wir sind in einer Stadt. Sehr schön. Wo ist hier die Taverne? Kolbert? Sucht ihr vielleicht Gesellschaft, Schätzchen? Für eine gepflegte Unterhaltung mit reizenden Damen bin ich immer zu haben. Seid ihr der Jäger, der einen Eingang in die tiefen Wege gefunden hat? Ah, ihr seid also hier, um die Schlucht zu untersuchen, was? Wird ja auch Zeit. Die Anerkennung für die Entdeckung der Schlucht gebührt nicht mir allein. Mika hier ist als erster hineingestürzt. Ihr scheint über eure Entdeckung nicht besonders glücklich zu sein. Ich hätte wesentlich lieber einen Haufen Gold entdeckt. Ach komm, hör endlich mit deinem Gejammer auf. Sie liegt ein gutes Stück außerhalb der Stadt. Wisst ihr, wir waren dort gerade einem Hirsch auf der Spur, bevor dieser ganze Mist mit der dunklen Brut passiert ist. Wir waren schon über eine Woche hinter ihm her. Ich wette, er hat sich köstlich darüber amüsiert, wie wir hinter ihm hergejagt sind. Und was ist mit der Schlucht? Ah ja, richtig. Die Schlucht. Nun, wir haben sie von einer Anhöhe aus entdeckt. Der Anblick war wirklich atemberaubend. Da war ein gewaltiger Riss, als hätte der Erbauer selbst die Erde aufgebrochen, wie ein Ei. Ich mag Eier. Es sah aus, als hätte irgendjemand mal versucht, dort zu bauen. Allerdings muss das schon ewig her gewesen sein. Niemand in der Stadt wusste etwas darüber. Wer soll denn da bitte gebaut haben, ja. Was weiß denn ich? Vielleicht war es ja die dunkle Brut. Ja. Ja, auf jeden Fall mussten wir uns das näher ansehen. Und dabei ist Mika eben hineingestürzt. Er hat geschrien wie am Spieß. Und dann war er weg. Die Erde ist abgebröckelt. Kein sicherer Stand. So ist es.
Und als Mika da also so rumlag und wegen seines Knies oder Kopfes oder was auch immer geschrien hat, ist plötzlich die dunkle Brut aufgetaucht. Anscheinend hat er es überlebt. Wir hatten Glück. Sie schienen beschäftigt. So als müssten sie dringend irgendwo hin. Sie haben uns nicht einmal bemerkt. Dem Erbauer sei Dank. Die dunkle Brut war so beschäftigt, dass sie zwei schreiende, verletzte Männer übersehen hat? Äußerst merkwürdig. Ich habe die Schlucht auf meiner Karte markiert, damit wir uns von ihr fernhalten können. Aber ihr klingt, als wolltet ihr dorthin. Hier, bitte. Also, bekommen wir vielleicht etwas für unsere Mühen? Ich habe ein bisschen Silber. Danke. Damit kann ich es mir in der Taverne gut gehen lassen. Das wird mich von dem Ärger hier draußen ablenken. 10 Silber, ja. Lasst uns rein, bitte! Verzeiht, Sir. Man hat mir einen ganzen Sovereign gezahlt, um euch diesen Brief zu übergeben. Glaubt mir, ich habe ihm gesagt, dass es einfachere Wege gibt, der Kommandantin der Grauen Wächter eine Nachricht zukommen zu lassen. Er ist wer? Irgendein fremder Ritter. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Das Visier seines Helms war geschlossen. Aber er sagte, er sei Sir Wolf aus Rivain. Ach! Okay. Ach, der Dunkelwolf ist doch nur ein Gerücht. Allerdings war sein Verhalten tatsächlich ein wenig verdächtig. Könnt ihr euch an irgendwas erinnern, was diesen Sir Wolf betrifft? Nein, Sir. Ich bitte nochmal um Verzeihung. Ne. Aber hey, das ist doch was wert. Beim Brunnen. Wo ist hier ein Brunnen? Das ist eine Wanne. Das ist ein Viehhof. Hier ist ein Brunnen. Ich nehme einfach mal an, dass in eurem Mund irgendetwas gestorben ist. Wollt ihr eine kleine Geschichte hören? Zwerg greift Magier an. Zwerg gewinnt. Aber sicher. Mir ist nicht entgangen, wie ihr euch während des letzten Kampfes in die Rüstung gepisst habt. Sehr beeindruckend. Vielen Dank. Kommt einfach zu mir, wenn ihr mal einen Rat braucht. Alter, die zwei sind geil. Ah, die Kommandantin der Wächter. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ihr erkennt eine Gelegenheit, wenn sie sich euch bietet, nicht wahr? Ich biete euch eine Zusammenarbeit an, von der wir beide profitieren. Das hat man schon mal alleine. Ich sehe nicht, welche Vorteile mir eine Zusammenarbeit mit euch bringen sollte. Wie euch sicher schon aufgefallen ist, hat der Handel einige Probleme. Ja. Meine Geschäftspartner sind allerdings in der Lage, über gewisse Kanäle Waren nach Amaranthine zu bringen. Das Ganze wirft einigen Profit ab und wir sind der Meinung, dass euch als Herrscherin dieses Landes ein gewisser Anteil zusteht. Schmuggel. Ah, ich hatte befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Schließlich ist es ja eure Pflicht, in eurem Land für Recht und Ordnung zu sorgen. Eben, ich hab jetzt sagen. Einen schönen Tag noch, Kommandantin der Wächter. Also, nichts für ungut. Ich habe hier eine gewisse Verantwortung und Selbstwertgefühl. Und beim Handel geht's. Ich meine, gut, klar, wir haben gerade ein paar Probleme, das ist richtig. Trotzdem, die lassen sich auch anders lösen. Schwache Verletzungsausrüstung. Okay, den Brunnen haben wir schon mal gefunden. So einen Brunnen. Was der Brunnen ist, den er gemeint hat, weiß ich nicht. Entschuldigt, aber ich muss euer Gepäck nach Schmuggelwaren durchsuchen. Ich bin der Kommandant der Wächter von Wiegels Wacht. Aber es muss sein. So lautet der Befehl des Marschalls. Wir haben Probleme mit Schmugglern und... Was macht ihr da, Mann? Wollt ihr etwa die Kommandantin der Grauen Wächter des Schmuggels bezichtigen? Aber ich... Ihr sagtet keine Ausnahmen. Ihr könnt wegtreten. Blödel. Bitte entschuldigt. Die Stadt ist inzwischen voller Schmuggler und Diebe. Hab ich gemerkt. Kann ich irgendwas tun? Wir könnten in dieser Angelegenheit wirklich eure Hilfe brauchen. Sucht mich doch später auf, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann können wir uns unterhalten. Oh, leichte Zeitüberschreitung. Hoppala. Hartende. Also, ciao.